komm los. Freunde, wir haben heute einen geheimen Plan, Leute. Wir werden heute eine Nacht im Obi übernachten. Das wird einfach nur wild werden. Und ja, wir machen das hier heute als sehr, sehr coole Gruppe. Stellt euch alle mal einmal vor. Hallo, mein Name ist Jessie und ich liebe Kakao. Hallo, ich bin Caramella und ich liebe Kakao und auch noch Milch. Ich bin Levin und ich esse Tischtennisbälle zum Frühstück. Wunderbar, Freunde, damit ist es einmal klargestellt, wir sind absolute Vollidioten. Ich würde sagen, es geht los. Wir werden heute versuchen, eine gesamte Nacht im Obi zu übernachten, ohne zu erwischt zu werden. Das heißt, wir werden uns irgendwie auf den Toiletten verstecken müssen, keine Ahnung. Oder dass der Alarm angeht oder so. Ja, das wird auf jeden Fall wild werden. Also, wie gesagt, Obi, ne? Grüße gehen raus, falls ihr das gerade seht. Das waren wir. Wir waren das, die bei euch übernachtet haben. Wenn wir es geschafft haben, vielleicht werden wir auch rausgeworfen, wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall leise und vorsichtig vorgehen. Ich würde sagen, let's go! Digga, wir haben es gefunden. Okay, Levin, ich glaube, das ist ein bisschen zu auffällig. Okay, ich dachte, hier kann ich direkt übernachten. Hey, guck mal, ich kann einfach ganz normal laufen. Wo ist denn Levin? Leute, wisst ihr, wo Levin ist? Ich kann ihn nicht sehen. Oh, da ist er ja! Wir müssen jetzt irgendwie ein Versteck finden. Um 20 Uhr macht das ganze Ding zu. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 10 Minuten irgendwo ein Versteck. Und dann bist du dann immer safe, Freunde. Aber ey, duck dich ein bisschen, dann lassen wir noch ein bisschen Leute. Kurz einen Plan, Leute. Wollen wir uns aufteilen? Ich würde mich aufteilen. Also, probieren. Okay, dann sag. Wollen wir uns aufteilen? Weil dann wisst ihr, das ist, glaube ich, besser. Zwei Teams. Stimmt. Ihr geht, versteckt euch, wir gehen verstecken und dann treffen wir uns wieder. Also in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder. Wenn einer von euch fällt, keiner von euch verrät uns. Wir sind alle auf. Wir sind ein Team. Okay, eine Frau. Verstecken wir uns. Einfach hier unter diese Teppiche legen, weißt du? Dann ist es erstens übel bequem, weißt du? Wir können doch nicht schlafen. Ich glaube, sie will sich schlafen legen. Das ist doch übel. Also, wir fallen doch hier safe nicht auf, guck. Okay, warte, ich komme auf die andere Seite. Okay, warte. Sind das so Infinity-Türen? Kommt jetzt in Vaters Portal? Ja, das Portal. So, Digga, geh da rein. Okay, das ist perfekt. Das ist gut. Jetzt muss ich doch für mich eine Tür finden. Ja! Leute, wir sehen uns in einer Viertelstunde. Warte, ich hoffe, es läuft jetzt kein Mitarbeiter vorbei, ne? Das wäre so weird. Also komm, ich sehe niemanden. Du, ich sehe, komm, wir gehen jetzt. Wir gucken, aber langsam. Geh langsam, okay. Langsam. Geh. Komm jetzt einfach. Siehst du jemand? Nö. Ich sehe nur ein paar Rasenmäher und ein paar Dekoartikel. Die können wir uns ja mal anschauen hier. Komm mal her jetzt. Oh mein Gott, ich trau mich raus jetzt. Ist mir jetzt egal. Da sind die anderen ja schon. Haben wir es geschafft? Hey, wir haben es geschafft. Wollt ihr uns verarschen? Haben wir es geschafft? Wir warten schon eine halbe Stunde. Wir haben es geschafft. Sind wir drin? Wir sind drin. Ey, unglaublich. Jetzt mal hinsetzen, oder? Ja, ich bin müde. Hier, guck mal, hier ist eine Lounge. Das ist unsere Lounge hier wirklich. Das ist die Lounge hier, Freunde. Achtung. Es war voll anstrengend, sie zu verstecken. Möchtest du keinen Sitz? Ich habe auch noch ein paar kühle Drinks besorgt. Ich bin echt so ein Bodensitzer. Ich bin so ein Bodensitzer. Okay. Also, Freunde. Oh. Aber Leute, seid ehrlich, habt ihr Hunger? Ich hab Endhunger. Wie wär's mit Sägespänen? Super geil. Boah, das war richtig krass. Lecker. Das war richtig geil. Okay, warte, wer ist für Pizza? Ja klar, back mal eine Pizza hier. Wir bestellen eine. Das ist ja wild. Wir bestellen euch keine Pizza, der wird sofort aufgehen. Warte, wir brauchen eine Mitarbeiterin. Wir tun so, als wir arbeiten. Auf deinen Nacken, Bruder. Wir überlegen einfach gar nicht über die Konsequenzen. Wir machen jetzt einfach mal, schauen, ob die Pizza ankommt. Was wollt ihr für eine Pizza haben? Ist jemand Pizza Hawaii? Hawaii? Jeder Italiener weint gerade zu Hause. Nein! Okay, Freunde, die Vorstellung ist abgesetzt. Wir müssen jetzt noch was Cooles hier machen, Leute. Lass mal abgesetzt ist jetzt abgesendet. Was? Geh mal weiter mit deiner Pizza Hawaii, oder? Geh mal nach Hause mit der Pizza Hawaii. Erstmal für die Sicherheit, lass uns erstmal Fahrradhelme aufsetzen. Ja. Wollt schon mal jemand ein bisschen Fassadenschutz mal immer wieder mal haben? Ne? Denkst du, ich kann das auf meiner Nase balancieren? Wie witzig wäre es, wenn wir was streichen würden? Was? Okay.
Alter, beim Zirkus, Alter. Er war da beim Zirkus. Oh, Freunde, ich würde sagen, was kann man noch sehen, alles Schönes machen? Schnappt euch mal alle hier eine Rolle. Wir machen die Preise weg. Ja. Nix 52. Und neue Preise drauf. Leute, nach dem Bier hier war das alles kostenlos im Obi. Oh. Versucht das wieder gerade. Nein, ich mach's noch schlimmer. Ihr macht auf, Leute, ihr macht's noch schlimmer. Ihr macht das noch schlimmer. Warte mal. Was? Wir brauchen ein Partyspiel. Wollte ich auch schon immer mal machen. Okay, Freunde, wir machen das jetzt auf Ernst. Levin, bist du bereit? Warum muss ich hier echt drauf sitzen und nicht du? Wer jetzt gleich nach zwei Runden am meisten der Pylonen abräumt, der hat gewonnen und er gewinnt was? Das erste Stück der Pizza. So. 3, 2, 1, go. Die werden sowas von original ein halber. Gott, Digga, ich lass los. Okay, es stehen noch einige. Warte, ich werde jedes einzelne Hütchen zählen. Es stehen noch einige. 5 sind umgekippt. Okay, 3, 2, 1. Strike, ja! Ja, wir haben einen. Einer? Nur einer? Einer. Ich habe mein Leben riskiert. Unser Wagen war beschädigt und der Wagen war... Der Wagen, wer hat mich also... Der Wagen also. Ach. Ready, Moritz? Nein. Okay, let's go. Ich lass los. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Schleudertrauma. Was? Genau das meinte ich. Diese Drehung. Yes! Okay, aber es stehen auch immer noch einige, ne? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diesmal. Wie viele haben wir abgeräumt? 4 habt ihr abgeräumt. Jetzt müsst ihr alle umräumen, sonst könnt ihr es nicht mehr schaffen. Aber ich schaff das. Jo, was ist das denn? Was ist das denn? Wenn ihr das jetzt nicht schafft, ne, dann bin ich wieder. Ich glaube, wir müssen einfach nur von dieser Linie hier starten, ne? Mhm. Ich glaube, ich habe einen richtig guten Plan. Kim. Nicht langsam. Warum? Wer hat das gesagt? Digga, was sind das? Das sind die in der Schule, die sich immer ihre Extra-Regeln gemacht haben, Digga. Digga, das ist einfach nur enttäuschend. Ja, und jetzt? Aber warte mal, sind das überhaupt mehr? Das sind gar nicht mehr. Lass uns, ich glaube, die Pizza ist da. Okay, Freunde, wir haben schon einige Sachen gefunden. Oh, hier sind auch noch mehr Polster. Wir brauchen jetzt wirklich ganz viel Polster, damit wir beschlagen schlafen. Schlafen? Ich will auch eine. Nimm mal du hier schon mal für dich. Ich wollte eigentlich auch schon immer mal in einer Gefriertruhe schlafen. In einer Gefriertruhe? Also wenn ich mir da drin so ein Bett mache, hier? Nee. Da drin so? Da sieht man nicht so gut. Da drin. Doch, aber eigentlich ist es schon. Das ist so ein bisschen wie in Japan, diese kleinen Mini-Betten. Ja, kann man dann auch noch zuschieben, dann ist dunkel. Doch, das ist gut. Da würde ich mir echt mein Bett machen. Wer will da rein? Ich gehe da rein. Ich gehe da auf jeden Fall nicht rein. Ich gehe da auf jeden Fall rein. Komm. Du willst nicht in die Gefriertruhe? Doch, auch, aber da kann ich ja nicht schlafen. Okay. Kein guter Schlafplatz. Machen wir dir ein kleines Bett? Nein. Ach, das kann man schieben? Oh, cool. Was? Wie so ein Tourbus mäßig, weißt du? Tourbus, okay. Also ich will sehen, wie du da drin schläfst. Der Affe. Junge, was ist denn jetzt los? Da rein mit euch. Okay. Gib mir mal meine Nackenrolle. Oh, okay. Meine Nackenrolle, die hab ich. Nein, das ist meine Nackenrolle. Eine Nackenrolle. Danke. Kim? Ich bin runtergerutscht. Wir liegen einmal Probe. Ey, das ist voll gemütlich. Wie? Es ist so ungemütlich und ihr kracht, glaube ich, gleich auf uns drauf. Ey, ihr seid doch nicht normal. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, ich komme jetzt auch gleich dazu. Macht euch keine Sorgen, macht euch keinen Stress. Ich wünsche euch echt eine wunderbare Nacht. Oh, da war ein Schuh. Warte, holst du die Pizza? Ja, genau, das mache ich alles. So, dann würde ich sagen, ich werde auf gar keinen Fall diesen komischen Ding schlafen. Ich mache mir das ganz bequem. Ich bin der Aufpasser, der Wachmeister. Ich schaue von draußen dann einfach, ob da irgendwas passiert. Und sagen, ich hab einen viel besseren Schlafplatz. Schauen wir mal da hinten. Eine Ewigkeit später. Leute, fragt dich nicht, wo Moritz ist? Seit 2 Stunden. Wo ist eigentlich die Pizza? Moritz? Hey, was macht er? Vielleicht ist er irgendwo anders eingeschlafen? Moritz! Wir haben nie unsere Pizza bekommen. Der hat die alleine gegessen, safe. Wir suchen den jetzt. Wir suchen den jetzt sofort. Moritz! Moritz! Wo ist die Pizza? Moritz! Warte, chill mal. Willst du ihn anrufen? Wir machen eine Durchsage. Achtung, Achtung. Hier ist eine Durchsage. Wo ist Moritz? Wo ist unsere Pizza? Moritz? Bitte einmal melden an Farbinformation. Danke. Wir haben Hunger. Kommst du bitte zum Eingang? Jetzt? Danke. Wie ich ihn kenne, liegt in seinem Auto. Schön mit Lüftung, schön mit Fernseher. Ja. Würde er das wirklich machen? Würde er das machen? Er würde das machen. Wir gehen jetzt zum Auto. Nein! Nein! Oh Mann. Olli. Ich gehe einfach unten durch. Okay? Freiheit! Warte mal. Da ist dein Auto, das Licht. Ehrenlos. Nicht dein Ernst, Alter. Jetzt macht er auch noch. Mach diese Tür auf. Wie? Mit das Lade ist nicht dein Ernst. Ja, steht er da. Ist schon sehr spät. Es ist 2 Stunden weg. Ja,
Doch. Wieso ist es so warm hier? Ist da noch was drin oder hast du die beiden schon gegessen? Nein, nein, die sind leer. Und ich dachte, wir wären ein Team. Danke. Ja gut, dann teilen wir die Pizza. Ja. Okay, boah, wie nett von dir. Also ich wäre ja eh in 5 Minuten jetzt gekommen. Ne? Also, ja, das sieht man. Das ja, ja, ja. Also wie gesagt, ne? Also Freunde, ich würde sagen, das war eine Nacht im Obi. Wie fandet ihr das? Ja, wer will ein Stück? Ich habe hier draußen die Stellung gehalten, dass hier nichts passiert. Du hast ja, 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 am Lagerfeuer gewärmt. Abgehalten, die Pizza. Während ich da lager und in einem Regal bin. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, Freunde, für mehr kranke Aktionen. Das ist super, super wild. Klar, das Ganze, Leute, macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach. Obi, aber das war natürlich alles mit Obi abgesprochen. Das ist natürlich nicht illegal hier gewesen. Also wie gesagt, nicht nachmachen. Wir durften das Ganze hier. Und wir gönnen uns hier noch eine kleine Pizza. Und ja, das ist ein Abend aussehen. Das war sehr wild. Abend. Das hat mir sehr viel Bock gemacht. Ein Kindheitstraum irgendwie, deine Erfüllung gegangen. Das war sehr geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da, drückt die Glocke, abonniert die Glocke. Keine Ahnung, macht alles, was ihr wollt mit der Glocke. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.